Geistig Gereiste reisen selten bis Elba. Na, machtet euch halt selber. So, nächster Versuch. 8 Volt Eingang, und ja, keine Ahnung, erklär später mal. Das sind zwei Kondis, eine Spule, eine Batterie und zwei Dioden. Kann ich eine 230 Volt LED betreiben und eine 12 Volt. Mit 8 Volt am Eingang. Warte mal, kann ich die Frequenz? Also mit 9 Volt am Ausgang ist das ein bisschen heller. Die ist ein bisschen heller. Guck mir das Signal an. 5,8 Kilohertz zeigt an. Man hört so. Ja, das ist die. Das ist die Spule hier. Vor allen Dingen kann ich ja den Eingangskondi auch weglassen, weil ich ja die Batterie dran habe. Theoretisch. Wahrscheinlich den Ausgangskondi auch. Das weiß ich aber nicht. Müsste ich nochmal testen. Also ich messe über der Spule bin ich jetzt. Ich habe ja keinen Transistor. Keine Ahnung, Spule schaltet irgendwie. Keine Ahnung. So, das ist das Signal von dem Aufbau hier, von dem komischen. Sehen, ob ich besser getriggert kriege. Nein. Ich muss so, warte mal. Vielleicht so. Also hier ist ganz schön Party. Jetzt.